Gut, wir sind auf der Heimreise gewesen, haben eine Rast gemacht und unser Hund Cash ist dann plötzlich aus dem Wohnmobil herausgesprungen. Ja, der Hund ist einen Tag später, nachdem er eben aus dem Wohnmobil ausgebüxt ist, aufgetaucht im Nachbarort Welferode. Anwohner haben ihn dort gesehen, aber offenbar eben nicht zu fassen bekommen. Wir suchen ja, und da hofft man immer, dass irgendjemand ihn sieht oder dass er irgendwo gefunden wird. 50-50. Wobei ich hoffe ganz stark und ganz fest die Daumen drücke, dass der Hund gefunden wird. Okay. Die Familie aus Flensburg hat sich an uns gewandt und verzweifelt an uns gewandt. Sie vermissen seit Sonntag ihren 2 Jahre alten Collie. Er war mit ihnen unterwegs auf der Heimreise aus dem Urlaub und auf dem Rasthof Hasselberg ist er dann gegen 11 Uhr, weil er sich offenbar erschreckt hatte, so hat es mir der Familienvater berichtet, aus dem Wohnmobil gesprungen und ist dann in die angrenzenden Felder gerannt. Ja, es war die Situation, dass sie sich auf der Durchreise befinden und dann jetzt schon sogar Maßnahmen getroffen haben, um noch ein paar Tage zu verlängern. Und der Umstand, dass der Hund auch bereits am Montag 2-mal in einem Nachbarort Welferode gesehen worden ist, hat uns dazu bewogen zu sagen, wir helfen hier und wir informieren hier die Medien. Ja, wir ermitteln natürlich jetzt in dem Fall nicht, sondern uns ging es darum, die Bevölkerung aufmerksam zu machen, dass wenn sie einen Collie sehen, der ähnlich aussieht wie Lassie, auch wenn er Cash heißt, dann eben die Familie anruft. Wir haben auch die Handynummer des 52 Jahre alten Familienvaters veröffentlicht. Kurz zum, ja, der Erleuchter. Ja, die Familie, denen der Hund gehört, berichtete mir, es sei ein Collie, 2 Jahre alt, hört auf den Namen Cash, er hat eine Schulterhöhe von etwa 50 cm und ein weiches Fell in den Farben weiß, hellbraun und schwarz. Und wir bitten da um Unterstützung, insbesondere die Bevölkerung. Wer den Hund sieht, wendet sich bitte an die veröffentlichte Mobilfunknummer der Familie und gibt dann hoffentlich den entscheidenden Hinweis. Ja, der Hund ist einen Tag später, nachdem er eben aus dem Wohnmobil ausgebüxt ist, aufgetaucht im Nachbarort Welferode. Anwohner haben ihn dort gesehen, aber offenbar eben nicht zu fassen bekommen. Und daher ist eben unser Aufruf hier, denke ich, für die Familie auch unheimlich wichtig. Ja, wie mir berichtet wurde, ist der Hund auch schon 2 Jahre in der Familie und man kann sich vorstellen, wenn ein Familienmitglied eben verschwunden ist, dass man dann alles dran setzt und ihn wiederhaben möchte. Und man sieht ja daran, dass sie ihren Urlaub sogar verlängert haben, mit allen Widrigkeiten, die da eine Rolle spielen, wie wichtig es ist, dass sie ihren Hund eben wieder in die Arme schließen können. Super. Sie sagte, sie wollte sonst. Hallo Ellen, ich bin's hier, Nils. Falkenhof drin.
Da bleiben wir ja auch noch. Und Jane ist auch schon wieder unterwegs und sucht auf. Wir waren heute Morgen auch schon weg. Und jetzt haben wir hier auch noch volle Unterstützung bekommen. Ja. Wir haben schon Handzettel bekommen und sind voll dabei, dass das alles gesucht wird. Wir haben auch einen Suchtrupp gefunden. Wir sind gestern mit einem Suchtrupp losgegangen. Wir haben da den ganzen Ort abgesucht und die wissen alle Bescheid. Und auch hier aus diesem Ort, wie heißt es hier noch? Bernshausen. Die sind so toll, die Leute, die helfen uns alle. Und voll hilfsbereit. Also egal, wie man fragt, du kriegst gleich am Sonntag noch. Ja. Und ein anderes Tierheim hat uns auch noch selber angeschrieben. Wenn die was haben, dann würden die sich auch melden. Also 8 Wochen vermisst gewesen oder 4 Wochen haben ihn wiedergefunden. Ja. Und, ja. Und da war auch schon letztens... Ich denke mal, die sehen das ja am meisten. Die sind weil ja den ganzen Tag... Weil die einen großen Blick haben über die Felder, natürlich auch von ihren hohen Zugmaschinen und das alles. Ne? Ja, toll. Und da kommen ganz viele Informationen zusammen und... Der Vermutung, dass wir hoffentlich irgendwo an einer Stelle, die wir nun gesehen haben oder kennen, dort wieder hinkommen. Ja. Wir haben auch ganz viele Artikel schon in der Zeitung hier. Genau. Und, lokale Zeitungen wissen auch schon Bescheid. Ja. Und über Facebook wird er gesucht. Also die sind alle, die ganzen Polly-Freunde, die wir kennen, die wissen schon alle Bescheid. Ja. Und er wurde besichtigt. Der Grillplatz? Beim Grillplatz? Ja. Und da waren wir auch heute Morgen schon. Und in Welferode. Und dann, kennt ihr den alten Steinbruch? Ja, der alte Steinbruch, der ist, es gibt einen alten Steinbruch. Ich glaube hier, ne, oder? Hier oben gibt es Basaltwerk, das ist soweit. Also ich, was ich so sehe, ich würde... Also der Plan ist, wir fahren jetzt nochmal zum Grillplatz, gucken uns den Grillplatz an. Ja. Wollen wir das mal hier gucken oder mal oben? Ja, hier dieses Wolferrode. Und hier ist der von der das ist hier das nächste. Runterfahren? Am besten ist doch, man teilt sich. Genau. Ja oder wir teilen uns. Alle auf einer Stelle. Du wolltest doch hier hin. Kannst du mich hier absetzen, kannst du dich rumfahren. Und du läufst mit den Hunden hier oben rum. Ja, und hier. Und hier fahren wir nach Mörshausen. Ja. Weil ich würde hier diesen Weg nehmen. Wir hatten uns gedacht, dass... Mal so eine Ruhe rufen, weil das hat er auch zu Hause ganz viel gemacht. Hat er sich so Cash genommen und dann mal so gekuschelt. Und ich denke, das ist vielleicht auch irgendwas... Er fährt nochmal die Plätze ab und ist auch schon unterwegs. Also wir werden ihn unterwegs nochmal treffen. Gut. Und wir waren auch heute Morgen schon los. Und ja, also hier oben war der Grillplatz. Ja, da fahren da wir jetzt heute noch Morgen mal. Schon mal. Ne? Ja, da noch da mal gucken hin. Wir jetzt zuerst noch mal und dann teilen wir uns. Die einen, die fahren hier nach Mörshausen. Genau. Ne? Auf jeden Fall hier. Und ich würde diesen Weg nehmen. Ich würde nach Dickershausen. Dickershausen. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Dann würden wir die das vielleicht ich nehmen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und wir fahren hier runter. Genau. Durch den Wald ist es quer durch den Wald geht es hier es nicht? Geht schon, aber es ist halt viel Unterholz hier in dem Wald bei Reiberhausen. Okay. Ne, und da ist also wirklich dickicht und aber ein Weg gibt es da bestimmt. Es gibt, ja, es gibt halt so einen Also auch hier oben. Ihr ja informiert, ne? Ja, habt ihr mit irgendjemanden? Den haben wir noch nicht. Also genau, wir haben mein Vater. Gerade auch hier, der wohnt nämlich, der wohnt hier direkt am Wald und der ist viel im Wald unterwegs. Ja, ja super. Oh, das wäre der Förster wohnt hier jetzt, der, hast da du wohnt gesagt. Hier in Reiberhausen. Über den Feldweg nach Mörshausen. Genau. Wir fahren hier runter Richtung Reiberhausen zu diesem Turmbruch. Ja, und hier. Und schauen dort. Der Hans geht mit den Hunden. Ja, raus. Und hier vielleicht im Ort. Und noch hier mit im Reiberhausen. So eine Reparaturwerkstatt, die reparieren Rasenmäher und keine Ahnung, alles Mögliche auch für die Bauern. Da kommen auch viele Leute hin hier von den Dörfern. Ja, vielleicht können wir da das ist der Fallsgraf, dass man. Ja. So, ich habe jetzt hier die. Siehst du, das passiert. Gibst du denn uns allen die Zettel? Ja, vielleicht ein paar mehr, wenn wir uns unterwegs treffen. Dass man nochmal welche geben kann, nochmal verteilen kann. Das glauben wir gerne. Okay. Und du gehst nochmal mit Frieda los. Dann lass uns. So, auf geht's. Komm, Frieda. Frieda geht schon. Ich nehme nochmal den Zettel mit, damit ich die Orte auch. Habt ihr alles? Schlüssel? Warte, warte, mach kurz Stopp, kurz Stopp. Hier, Frieda. So, oh, siehst du, da sind hier die Kleinen. Frieda. So, Zettel. Verteilen immer ein.
wir gehen hier zusammen. Ja, den lassen wir los. Ja, auf geht's. Ja, ich mach nur die Tür. Ja, mach die Tür zu.